Okay, so, los geht's. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Frau Bayer. Ich freue mich, mit Ihnen darüber zu sprechen, was Notation bedeuten könnte. Wollen Sie beginnen von der Musik oder von dem Notenbild her? Ja, gerne. Also ich habe diese Gesprächseinladung, für die ich mich erstmal sehr herzlich bedanke, so verstanden, dass wir ein bisschen die Notation im Schauspiel und in der Oper vergleichen wollen. In jedem Fall, denke ich, gibt es einen sehr grundsätzlichen Unterschied zwischen einem Schauspieltext und einer Partitur, nämlich, dass eine Partitur zum Beispiel 120 Musiker organisieren muss. Also es geht ja immer darum, eine bestimmte Klangvorstellung, die der Komponist hat, zu Papier zu bringen. Und als Interpreten müssen wir zunächst diesen Notentext realisieren. Und bevor wir an Freiheit denken, an Performatives, an Zufälliges, gilt es erstmal, diesen Text überhaupt zu realisieren. Das ist die Voraussetzung praktisch, unter der man Oper macht. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr grundsätzlicher Unterschied zu einem Schauspieltext. Dieser Zwang, der einfach durch die Gegebenheiten gegeben ist. Ja, soll ich kurz was dazu sagen? Gerne, gerne, gerne. Ich würde das gern um eine Dimension erweitern. Ich denke, dass sowohl in der Oper als auch in der Schauspielrealisierung als auch im Tanz beispielsweise, also ich würde unbedingt den Tanz und Bewegung dazu nehmen, in allen Formen spielt oder kommt dem Körper zentrale Bedeutung zu. Also der performativen Dimension. Ich glaube, das wäre etwas, wobei Sie natürlich total recht haben, dass die Noten eine andere Schrift sind, eine andere Faktizität von Schrift haben, als der Buchstabe, ja, der Text. Dennoch glaube ich oder weiß ich oder haben wir uns damit beschäftigt in unserem Fach, dass dem Text ebenso ein Bedeutungsraum in der Übersetzung zukommt, speziell jetzt natürlich in ganz modernen, postmodernen, postdramatischen Formen, die nicht darin ihre Grenze findet, den Text in einer Dimension, nämlich jenem, und ich glaube, da könnten wir auch drüber reden, einer sogenannten höchst missverständlichen Werktreue zu interpretieren. Der Text hat immer auch andere Dimensionen als ein missverständlich, also ich finde Werktreue für unsere Bereiche einen ganz schwierigen Begriff. Da denken Sie womöglich anders von der Musik her, aber das wollte ich mal als erstes festhalten, dass wir das erweitern könnten, diesen Notationsbegriff. Okay. Ja, ich verstehe das fürs Schauspiel absolut. Für die Oper halte ich das. Natürlich ist jede Aufführung in dem Sinne performativ. Jede einzelne Stimme ist heute so drauf, morgen so drauf und dadurch kommen unterschiedliche Vorstellungen zustande. Aber ich meine das jetzt viel konzeptioneller. Also das Performative im Sinne von, wo habe ich als Regisseurin zum Beispiel Raum reinzugehen in eine Partitur? Wo öffnet sich die Partitur mir so, dass ich die Chance habe, hier Ereignishaftes, Zufälliges mit einzubauen. Ich würde gerne, weil Oper heutzutage nach wie vor, die Opernhäuser Europas und auch Amerikas,
zu über 80% das alte Opernrepertoire spielen, dürfen wir es einfach nicht außer Acht lassen. Und es gibt auch im Hinblick auf Notation und Aufführung, was dieses alte Opernrepertoire angeht, sehr interessante Entwicklungen, auf die ich ganz kurz, will es ganz kurz umreißen. Also wir haben ja diesen Repertoirebegriff sowieso erst seit dem 20. Jahrhundert. Davor wurden ja die Opern geschrieben und die Tinte war noch nass und sie wurden schon auf die Bühne gebracht. Und das heißt, diese Idee, alte Opern auf die Bühne zu bringen, ist etwas, was erst im 20. Jahrhundert entsteht. Und im 20. Jahrhundert bis in die 70er Jahre hinein galt, dass man die Werke eins zu eins auf die Bühne bringt, im Sinne dieser Werktreue. Das heißt, Regisseure haben, damals waren es nur Männer, haben ganz entsprechend dem, wie sich ein Librettist und ein Komponist das vorgestellt haben, diese Opern auf die Bühne gebracht. Das heißt, in historischer Kulisse und in historischem Kostüm. Und die Leistung des Regisseurs bestand darin, wie zum Beispiel Walter Felsenstein, den wir alle heute noch kennen, so ein Opernensemble besonders psychologisch differenziert zu führen, sodass das eine größtmögliche Authentizität und Lebendigkeit bekam. Das war bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts gültig. Und dann mit der Studentenrevolte wurden ja diese ganzen bürgerlichen Institutionen hinterfragt und natürlich auch die Oper. Es gab viele, viele, die im kulturellen Bereich Oper einfach abgelehnt haben. Boulez, das berühmte Zitat, wollte Opernhäuser in die Luft sprengen. Und es gab aber andere, die gesagt haben, nee, die Werke sind zu gut. Wir eignen die uns an. Und was dann passiert ist, dass man anfängt, die Werke zu hinterfragen auf ihre Aktualität für die Gegenwart. Und das passiert, indem man versucht hat, Strukturen in ihnen freizulegen, ethnologische, soziologische, je nachdem, welche Perspektive man da einnahm. Und es ging darum, diese die Ebenen in diesen Werken zu entdecken, die sich mit Erfahrungen berührten, die man in der Gegenwart hatte. Also ein emphatischer Begriff von Aktualität, die man versuchte, in diesen Opern herauszuarbeiten. Und das Interessante ist, dass es hierbei Komponisten gab, wie Regisseure gab wie Hans Neuenfels oder Ruth Berghaus, die von ihrer Ästhetik her diametral verschieden sind, aber in ihrer Haltung zu den Werken war das sehr, sehr ähnlich, was sie gemacht haben. Also diese Regisseurinnen und Regisseure standen ein Theater, was da ins Leben ganz gerufen kurz, wurde. Ich könnte ja das parallel genauso, wie Sie es beschreiben, für das Schauspiel und für das Theater beschreiben. Das heißt, ja, noch gibt es für mich in Ihrer Beschreibung der Entwicklungsgeschichte der neuen Zugänge nach, Sie sagten, 68 ungefähr, ja? Also ja, von diesem extremen, auch psychologischen Illusionstheater, wie wir es in den 50er, 60er Jahren hatten. Immer bitte mit natürlich ganz anders bestimmte Avantgarde-Theater, bestimmte Performance-Entwicklungen, die absolut ja parallel sind. Aber genau, abgesehen davon würde es für das Sprechtheater absolut gleich gelten, was Sie bis jetzt gesagt haben. Übrigens glaube ich auch für den klassischen Tanz bis dorthin. Ja? Immer ja, abgesehen von großen Entwicklungen wie Ausdruckstanz um 1900 und so weiter.
Also da wird es sehr spannend für uns beide. Ja, was dann passiert. Also, was wichtig war für die damalige Zeit und auch für unseren Diskurs, den wir hier führen, dass die Hermetik der Partitur noch eine ganz große Bedeutung hatte. Eine Frau wie Ruth Berghaus, die sehr stark von der Musik kam, die hat ihre neuen Sichtweisen immer durch musikalische Analyse beglaubigt. Also ihre szenischen Setzungen wurden immer durch das, sie hat immer mit den Noten argumentiert, ja, um sozusagen eine Rückversicherung zu haben. Und das war übrigens auch sehr wichtig, weil diese neuen Zugangsweisen hatten ein enormes provokatives Potenzial damals. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war aber grandios, weil es hat so viele Impulse freigesetzt. Es hat so zur, die Oper wurde wieder ernst genommen. Es fand wirklich ein Diskurs statt, der phänomenal war und also sehr, sehr spannend und aber die Regisseure waren natürlich immer sehr im Schussfeld und mussten begründen. Und da wurde fast wissenschaftlich akribisch das immer untermauert mit Von der musikalischen Struktur her. auch, aber Leute wie Klaus Zehlein kamen dann auch von der Soziologie, von ethnologischen Studien und so, die mit einflossen in die Analyse von diesen Opernauseinandersetzungen. Also das finde ich jedenfalls wichtig zu betonen, auch im Hinblick auf das, was wir jetzt noch weiter besprechen, denke ich, dass die Partitur als Partitur wichtig war, ganz nicht hinterfragt wurde. Ja? Ganz kurz, ich schlage jetzt den Bogen zu heute mit dem Musiktheater. Das sind jetzt fast 50 Jahre her. Eine Entwicklung, die, würde ich sagen, in eine ästhetische Routine verflacht ist. Das, was so emphatisch als Aktualität beschrieben wurde oder war, ist in so eine Aktualisierung übergegangen. Also man fängt an, ein modernes Outfit ist klar auf der Bühne, heutige Kostüme und so weiter. Und man denkt, damit hat sich schon getan. Ja? Währenddessen meistens von der Erzählweise ist eine ganz biedere, konservative, lineare Lesart. Und ehrlich gesagt, man schläft nur noch in der Oper. Das ist Bestandsaufnahme für heute. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, über die ich gerne am Ende noch mal sprechen würde. Aber in diesem Kontext, finde ich, wird jetzt zeitgenössisches Musiktheater interessant. Also ich stimme, Ja? also würden Sie da zustimmen, so wie Sie die Geschichte beschreiben, ab Mitte 20. Jahrhundert und dann eben an diesen Bruchstellen, wo Oper offenbar ganz parallel zu dem, was Theater gemacht hat. Also ich erinnere nur an die Schaubühne bei Peter Stein oder an Peymann an Bochum. Bochum natürlich. Sozusagen, da wurde ja, könnten wir sagen, dass da wurden sozusagen Quellen erschlossen, Wurzeln erschlossen an klassischen Werken, die Klassik einem Museum entrissen haben, gewissermaßen. Das Museale des Theaters, das es ja schon hatte, weil es ein abgeschlossener Kosmos war mit hohen ästhetischen Ansprüchen da und dort, das wurde geöffnet. Das finde ich eben vollkommen gleich, was sicher ein Unterschied ist, wenn Sie sagen, die Hermetik der Partitur, das glaube ich und denke ich, gilt für die Texte also für die dramatische Literatur nicht in dieser Weise. Wenn Goethe inszeniert wurde, konnte der Goethe-Text der Iphigenie fragmentiert werden. Ja. Sozusagen,
Die Regisseurinnen und Regisseure sind in die Struktur des Textes hineingegangen und haben etwas geöffnet und bloßgelegt, gewissermaßen, das auch in den Text eingegriffen hat, um Aktuelles damit zu überschreiben, zu übermalen. Das kommt mir vor, nach Ihren Beschreibungen jetzt oder was ich weiß, ist in der Musik so, oder ist in der Partitur so nicht gehandhabt worden. Würden Sie das so sehen? Ja, also absolut. Das war tabu. Also Partitur und jede Noten waren heilig. Ja, so. Okay. Also, gut. Die Entwicklung bis heute. Jetzt haben Opernschaffende viel Hoffnung gesetzt in zeitgenössisches Musiktheater, um zu sagen, irgendwie müssen wir mit der Oper weiter vorankommen. Und es geht ja immer darum, die Frage, ich stelle mir diese Frage jedenfalls immer, welchen Grund hat Oper heute in unserer Gesellschaft? Wir müssen einfach darauf reagieren. Wir müssen die Zeitgenossenschaft von Oper heute auch unterstreichen oder unter Beweis stellen. Ja? Und da denkt man ja, das wunderbar, wir haben doch zeitgenössische Komponisten, was machen die denn jetzt? Und da gibt es, würde ich sagen, ich bin jetzt nicht die absolute Fachfrau in der zeitgenössischen Musik, aber zwei Strömungen kann man ganz klar ausmachen. Das ist die eine Strömung, sind die, die nach wie vor einfach eine Partitur schreiben. Da gehört zum Beispiel Beat Fuhrer dazu, Charlotte Seiter und viele, viele andere. Das war auch im 20. Jahrhundert schon so. Also Hans-Werner Henze, Benjamin Britten, die haben einfach nie eine Krise reflektiert, sondern die haben immer weiter einfach Opern geschrieben. Darf ich kurz was sagen? Gerne. Aber diese Partituren, wenn ich mir den Katalog Notation, Kalkül und Form in den Künsten anschaue, dann sehe ich, das ist ein wunderbarer Katalog zur Notation, dann sehe ich darin, dass die Partituren ganz anders aussehen von den verschiedenen Komponisten. Das heißt, die grafische, also Sie sagen zwar, die haben weiter Partituren geschrieben, aber das sind ganz seltsame Zeichen. Wenn ich mich da nicht auskenne, kann ich das überhaupt nicht lesen. Das stimmt. Das ist eine Entwicklung, die der absoluten Musik zuzuschreiben ist. Und immer der Frage, wie weit Musik oder die Notation von Musik in der Lage ist, noch Aussage zu stiften. Also in ihrer Binnenlogik. Ja? Und das führte dazu im 20. Jahrhundert, in den 50er Jahren, 60er Jahren, dass die Notation teilweise so schwierig wurde, dass die Partituren für unspielbar galten. Das war selbst mit Bernd-Alois Zimmermanns Soldaten so. Zum Beispiel, genau. Das war, also weil die Klangvorstellungen, die die Komponisten hatten, mit dem herkömmlichen Werkzeug nicht mehr realisierbar war. Und insofern gebe ich Ihnen total recht, Komponisten sind originell und einfallsreich und man hat dann eben nach neuen Zeichen, also genau. Das sind die Fremdsprachen dann, die man lernen muss als Musiker, um dann das Ganze überhaupt interpretieren zu können. Ja. Da gebe ich Ihnen total recht. Dennoch würde ich sagen, gibt es den Werkcharakter. Es gibt die in sich abgeschlossene Partitur, die zur Disposition stellt und die mich als Interpreten, sei es jetzt Dirigent oder Regisseurin, dazu auffordert, ein individuelles Verständnis dieser Partitur zu erarbeiten. Ja. Das ist aber etwas, was sehr in der Tradition steht. Also
Das ist bei den alten Repertoire-Opern letztendlich auch so. Ja? Also diese Arbeit tut man da auch. Und es gibt aber auf der anderen Seite, das sind ja, ist jetzt der andere große Strang unter den zeitgenössischen Komponistinnen, das sind die, die Szenisches mit in die Partitur mit aufnehmen. Das heißt, ja, es ist nicht mehr rein das Noten, das in sich, das immanente Notenbild, was sagt, was bedeutet, sondern jetzt werden auch szenische Vorgänge, Bildvorgänge etc. mit in die Partitur mit aufgenommen und sind Bestandteil des Denkens, ja, dieser Welt, dieses Kosmoses, den man da entwickelt. Komponisten dafür, Namen sind Heiner Goebbels, Daniel Ott, Manus Tsangaris und Olga Neuwirth. Ja, ja, würde ich auch sagen. Über die ich jetzt auch gerne kurz dann etwas ausführlicher sprechen würde, und zwar über ihren Orlando. Aber darf ich kurz, bevor Sie über Orlando und Olga Neuwirth sprechen, anfangen, weil Olga Neuwirth hat ja auch mit Elfriede Jelinek gearbeitet, auch gemeinsame Arbeiten gemacht. Das heißt, die beiden haben, oder es gibt Berührungen ihres Denkens von Kunst, von Textur. Ich würde ja sagen, also für das Sprechtheater, und das spreche ich auch aus einer Position, die sich also mit gegenwärtigen dramatischen und postdramatischen und postepischen Texten auseinandersetzt, aber auch selbstverständlich vorrangig, weil sie so beispielhaft ist, mit jenen von Elfriede Jelinek, da gibt es etwas, wo in die Textur, die ich hier als Text von Gewebe kommend, auch durchaus grafisches Gewebe verstehen könnte, wo in diese Textur massiv hineingearbeitet wird eine einerseits musikalische Struktur, also Jelinek Texte zum Beispiel, was ich immer ein sehr, sehr bezeichnendes Element finde, versteht man am besten, indem man sie laut liest. Wenn ich das nur lese, ist es oft kaum verständlich, was da steht. In dem Moment, wo ich mit meiner Stimme oder die Stimme eines anderen diesen Text laut lese. Allein diese Dimension ist aber im Text eingeschrieben. Das finde ich, also da gibt es eine körperliche, weil Lesen heißt natürlich den Körper einsetzen, Stimme als Körper, einen bestimmten Rhythmus. Ich muss Atem strukturieren. Ich muss, Atem heißt immer auch Bewegung. Also das finde ich dann in diesen ganz gegenwärtigen Texten, auch im Hinblick, wie Sie sagten das zuerst in anderem Zusammenhang, aber schon auch auf Transformation eines grafischen Bildes in einen Raum, in eine Raumzeit sehr spannend. Und da würde ich eben, ich meine, natürlich kann man von einem Text, von Sprache jetzt nicht im engsten Sinn von Notationssystem sprechen. Aber wenn wir das erweitern, diesen Notationsbegriff, ist genau in solchen Texten wie jenen von der Jelinek eben sehr wohl von Notationsstrukturen zu sprechen. Das finde ich sehr interessant. An gegenwärtigen Theater, wie im Theater mit solchen Texturen gearbeitet wird. Also so viel mal. Ja, ich finde das sehr interessant. Ich hätte da gleich auch eine Gegenfrage. Wenn Jelinek mit Olga Neuwirth zusammengearbeitet hat, wie sah denn da die Musik dazu aus? Also, weil ich würde ja, und das höre ich auch bei Ihnen ein bisschen heraus,
dass Jelinek-Texte sehr von der Musik her gedacht sind. Also die haben immer einen bestimmten Rhythmus oder eine bestimmte Linie drin, die sehr musikalisch, eigentlich nur musikalisch zu denken ist. Ja, ja. Also, ja, ich finde ich auch. Also es ist absolute musikalische Struktur. Ich fühle mich jetzt nicht sozusagen, ich bin nicht die entsprechende Person. Pia Janke könnte da viel, viel mehr sagen, die sozusagen den Forschungsverbund, eine der Gründerinnen und Leiterinnen eben dieses Verbundes. Ich kenne mich viel zu wenig aus in der Geschichte der musikalischen Entwicklung, zum Beispiel bei Olga Neuwirth. Insofern traue ich mich da nichts zu sagen. Okay. Wo ich mich genau zurechtfinde, ist wirklich Jelineks einzelne Stufen von den frühen Texten und Texturen, also auch die grafische Anordnung des Textes bei Jelinek, ist, da gibt es sozusagen große, große Entwicklungsschichten, wie sich das von einem dialogischen Text, wie gewissermaßen der dramatische Text noch sich versteht, mit einer Handlungsstruktur einer Clan, mit Figurenzuschreibungen, also eine Figuren sind festgeschrieben, zu jetzigen Texten, wo es das alles nicht mehr gibt. Ja. Also wo sozusagen die Überschrift über den Texten könnte sein, wer spricht? Das ist eine ganz zentrale Frage. Wer spricht? Frage. Ja. Das wäre also sozusagen... ich weiß nicht, kann man sich das in der Oper auch fragen, wer singt? Verstehen Sie? Ich weiß, das wäre in der Oper keine Frage, glaube ich. Okay. Also es ist, aber mich würde noch eine Sache interessieren, Frau Jelinek, wie fällt sie sich denn zu Aufführungen? Also gibt sie das Werk aus der Hand, lässt sie Regisseure machen oder ist sie dabei und sagt, nee, jetzt so nicht? Und es gibt ein berühmtes Zitat von ihr, das heißt, machen Sie, was Sie wollen. Okay, also das ist eine klare Ansage. Ja. Das geht hin bis zu Schlingensief, der drei Sätze eines Werkes genommen hat. Ja. Alles ist möglich. Alles ist okay. Also sozusagen, was ja auch wichtig ist, das wäre zum Beispiel bei der Oper auch eine Frage oder im Musiktheater, dass die Autoren und Autorinnen, auch Jelinek, an den Texten weiterschreibt. Wenn der Text aus der Hand gegeben ist, ist er nicht ein abgeschlossenes, hermetisches Werk. Das ist zum Beispiel etwas ganz, ganz Wichtiges, sondern ein offener Raum, in den die Autorin selbst eingreift, die Autorinnen, aber in den auch andere eingreifen können. Ja, da wird von der Oper kommend, da kann man nur neidisch werden. Ja, okay, also das ist so ein Neid. Ich glaube, mit dem Begriff der Überschreibung und Übermalung sozusagen von solchen Texturen könnten wir da auch im Hinblick auf Notation weiterkommen. Ich habe mehrere Uraufführungen gemacht. Bei dem einen, der war entsetzt über das, was er dann zu sehen bekam. Der andere sagte, jetzt begreife ich mein Werk überhaupt. Ja? Also das ist dann... Je nachdem, wie, und ich glaube, es hat damit zu tun, also diese ersten, also diese Komponistengruppe, die da eine Partitur fertigen und sie abgeben und sagen, hier bitte mach etwas Drittes daraus, die haben da eine ganz andere Offenheit zu sehen, ach, das ist auch mein Werk, hätte ich gar nicht gedacht. Ja? Also so eine Neugierde, was passiert da nochmal, was Drittes aus dem, was ich da geschaffen habe.
währenddessen andere, und es sind halt mehr die Gruppe der Komponisten, die das Szenische immer schon mitdenken, ja, da extrem empfindlich mit sind und extrem rigide sind in dem, was sie wünschen und was sie erwarten, was man als Regisseur tut. Man ist letztendlich bei diesen Kompositionen Realisator, mehr nicht. Also man bringt die Sache auf die Bühne. Sie haben das ganz richtig gesagt. Es gibt eigentlich ein ganz berühmtes Beispiel auch für Theatertexte. Also es betrifft nicht nur die Oper, das ist wirklich Brecht, die Brecht-Erben. Ja. Also wenn wir Kasimir und Caroline oder Baal, speziell wenn Castorf eine bestimmte Version eines solchen Textes wird, ist das sozusagen, da gab es nur die Premiere und eine Aufführung wurde sofort verboten. Ja. Also das sind, wie soll ich das sagen, das hängt natürlich mit Urheberrecht zusammen und der Goethe, der ist halt frei. Und Brecht, wir werden das sehen, ich glaube 26, Brecht ist 56 gestorben, also wahrscheinlich ist 26 sind die Rechte von Brecht frei. Da werden wir ganz andere Zugriffe, die übrigens die Texte auch erst wieder interessant machen in bestimmter Weise. Ja? Also die Lesarten, die dieses Verstaubte, dieses Museale eben weggeben. Also der Begriff der Interpolation bei Castorf zum Beispiel, der ja immer alte Texte mit neuen konfrontiert. Das ist etwas, da würde ich gerne ganz am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen, was in der Oper, in der Repertoire-Oper, in Inszenierungen auch vorkommt. Aber das ist die große Ausnahme. Mhm. Und das hat sehr viel mit Schlingensief zu tun. Und genau, gut. Das finde ich, genau, den müssen wir, ich finde auch der Name gehört unbedingt, nicht nur weil, also Schlingensief ist auf allen Ebenen, da können wir gar nicht mehr die Genres unterscheiden oder wäre sinnvoll, das gar nicht zu tun, sondern der sozusagen geht noch einmal ganz anders hinein. Was ich noch unbedingt sagen will, ist, dass wir im Bereich der performativen Dimension des Theaters unbedingt sagen müssen, dass es im Bereich des gegenwärtigen Tanzes Versuche gibt, gänzlich neue Aufschreibsysteme für die Bewegung im Raum zu finden. Also William Forsythe arbeitet, wie er übrigens wörtlich sagt, an einem Tool for the analytic dance eye. Mhm. Sozusagen, es soll, also er arbeitet mit seiner Kompanie, mit seinen Tänzern daran, ein Werkzeug zu finden, das diese Bewegung im Raum adäquat aufzuzeichnen vermag. Er sagt nach wie vor, dass das noch immer und immer experimentellen Charakter hat. Das heißt, das ist total in Arbeit und es hängt natürlich auch zusammen mit den medialen Formen und Möglichkeiten von Aufzeichnungssystemen. Also das finde ich auch noch wichtig, weil unser sozusagen, womit wir uns beschäftigen, Sie, Frau Bayer und ich und Rosa und alle, die wir in diesem Bereich arbeiten, ist so etwas selbstverständlich wie Bewegung im Raum. Das kommt in allen unseren Dimensionen vor und sei es Klangbewegung im Raum. Und es gibt sozusagen Künstlerinnen und Künstler, die genau versuchen, so etwas zu notieren. Also ein grafisches, ein bildliches Übersetzungsinstrument zu finden. Das finde ich, also das sollten wir auch mitbedenken, wenn wir über Notation sprechen. Das wollte ich sagen einfach. Ja.
Ich kenne Forsyth schon seit den 80er Jahren, habe ich in Frankfurt erlebt, wie er da angefangen hat. Und es ist eine Sache noch, was bei ihm auch, also er ist ja permanent in einem Diskurs, jetzt eben 40, 50 Jahren. Und er übrigens hat seinen Sängern einen Knopf in den Ohr gesteckt, also Mikro. Den Tänzern. Ja, ja. Und hat während den Vorstellungen sie weitergeführt. Ja, ja, ich habe das auch, ich habe das auch live erlebt, also einige Male. Also bei ihm kann man viel lernen. Leider gibt es wenig Aufzeichnungen von seinen Sachen. Ja. Kommen wir zurück auf Olga Neuwirth. Ja. Ja, Orlando. Also ich beschäftige mich jetzt nur eher auf dieser formalen Ebene mit dem Ganzen. Ja. Und da ist eben interessant, dass sie 14 Seiten Einleitung schreibt, bevor überhaupt die erste Note zu sehen ist. Und diese Einleitung bezieht sich auf alle, auf die Musiker, auf Bühne, auf Kostüme, auf Regie. Und sie gibt allen genaueste Anweisungen. Also zum Beispiel Kostüme und Videos müssen die verschiedenen historischen Zeitepochen in einer abstrakten Weise widerspiegeln. Dann hat sie eine Bühne gedacht mit 6 Videopanelen, auf denen eben diese Projektionen sind von diesen verschiedenen historischen Zeiten. Dann gibt es zum Beispiel einen akustisch verstärkten Tisch, an dem Tee getrunken wird. Und wenn ein Würfelzucker in die Tasse geworfen wird und mit dem Teelöffel umgerührt wird, dann sind diese ganzen akustischen Ereignisse Teil der Partitur. Also Teil des, der Partitur heißt ja Teil des Bedeutungszusammenhangs. Teil dessen, was sich hier erschließen soll an, an Sinn. Ja? Und sie hat selbst Blackouts eingebaut. Und da möchte ich sie zitieren, da schreibt sie, sind die Blackouts sind als Jump Cuts, also im Kino ist das, im Film ist das Schnitte ohne Anschluss, als Jump Cuts gedacht, gedacht, da nicht alle Bedeutungen in jeder Szene sofort ausformuliert werden. Also es ist unglaublich, wie vieles sie vorausbedacht hat, um zu verhindern, ich frage mich was, was wovor hat sie Angst? Was sollte passieren, was ihr nicht recht ist? Ja? Also, und sie hat auch in der Partitur jede Haltung von den Figuren genauestens festgelegt und auch jede Reaktion. Also es ist ein Gesamtkunstwerk, ohne Frage. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, Frau Neuwirth würde sich einen Gefallen tun, wenn sie mehr Freiheit zuließe, denjenigen, die es machen, dann, um einfach zu sehen, was an Zufälligem, an eben Performativen oder so, um dem einen Raum zu geben. Also, dass dadurch vielleicht Dinge entstehen, die etwas ganz Neues nochmal transportieren, woran man als Einzelner nicht denkt, wenn man da zu Hause sitzt und seine Noten schreibt. Ja, also ist meine Auffassung. Ich finde das schon ein sehr enges Korsett, in die das Ganze steckt. Aber interessant, sie wird ihre Erfahrungen gemacht haben im Vorfeld. Ich wollte gerade sagen, ja. Also ich habe das auch, ich habe die Aufführung gesehen, die wirklich also einfach grandios ist, muss man sagen. Die ist so präzise und so genau gearbeitet. Und genau alles, was Sie beschrieben haben, Sie jetzt, Frau Bayer, mit diesen einzelnen Haltungen, mit den Tönen, mit den Pausen, mit dem mit Zwischenräumen bauen. Ich glaube, dass die Genauigkeit deshalb so
so stringent verfolgt wird, weil die Praxis der gängigen ökonomischen Bedingungen von Oper machen, womöglich ihr zu suspekt ist. Also sozusagen, sie will bestimmen, sie will keinen Kompromiss mit der Institution Oper machen. Vielleicht sage ich das so. Kommt mir vor, dass das Ergebnis in dem Fall jetzt, in dieser Uraufführung an der Wiener Staatsoper, über ganz große Strecken einfach genial war, spricht für sie, muss man sagen. Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich Interviews lese, sowohl mit Sängern aus dieser Produktion, als auch mit dem Dirigenten zum Beispiel, ja, dann ist das natürlich eine schon auch Kollegin, also Olga Neuwirth war offenbar auch immer vorhanden in der Produktion. Mhm. Das heißt, da wurde auch verhandelt über einen Ton, über eine Pause zum Beispiel. Ja. Ja. Oder das finde ich also sehr, sehr spannend. Aber ich verstehe, was Sie meinen, natürlich. Ja, weil man sich ja ein bisschen sein eigenes Gefängnis baut. Ja, auch, ja. Ja. Okay. Wenn man sagt, das eine ist der Regisseur als Realisator. Und ich muss auch sagen, ein Komponist, ein zeitgenössischer, hat alles Recht, das so zu verlangen, dass es so auf die Bühne kommt, wie er es sich vorgestellt hat. Bei der Uraufführung finde ich das völlig in Ordnung. Und dann ist man als Regisseur ein Realisator. Es gibt aber auch den Regisseur als Autor. Im ganz radikalen Sinn war das Christoph Schlingensief. Das heißt, er war eben der Gesamtkünstler, der eigentlich aus dem Material, das er zur Disposition, er hat einfach das Material zur Disposition gestellt und etwas gemacht, was also jenseits einer Interpretation ist, sondern er hat, wie Boris Kreuz das sehr schön ausgedrückt hat, zum Beispiel im Parsifal in Bayreuth, das ganze Werk als Ready-Made auf die Bühne gestellt und seine eigentliche Arbeit war das Übermalen, das Interpolieren, das Weiterschreiben, das Konfrontieren von Kunst und Nichtkunst, das Auflösen dieses Guckkastenprinzips, also dass die Bühne mehr als Installation funktioniert. Diese Tätigkeiten, diese künstlerischen Vorgehensweisen, das war seine Leistung in dem Fall. Und das ist sehr clever gewesen, weil ich hatte Frau Meister das schon gesagt, Pierre Boulez, der das dirigiert hat, hatte großen Respekt gegenüber Schlingensief. Aber als es darum ging, eine Generalpause etwas länger zu halten, als es gewöhnlich ist, gab es Auseinandersetzungen. Weil Boulez sagte, nein, das ist musikalisch nicht mehr vertretbar, hier muss ich weitergehen. So. Sehr interessant. Das finde ich total interessant. Und dann hat Schlingensief halt gesagt, okay, die sollen machen da oben, was sie in Oper immer machen, stehen und singen. Und ich gehe da hinweg. Und er hat so spannende Sachen gemacht, also indem er mit Filmen übermalt hat und Rituale aus Voodoo-Rituale aus Afrika abgefilmt und die überlagert hat mit diesem christlichen Ritualen, die im Parsifal-Thema sind. Und dadurch oder so auch die Beuys'sche Hasen. Performance hat Schlingensief in dem Parsifal verwendet, wunderbare Schichtungen, ja. Schichtungen und Sie sagen, eine Totalüberforderung des Zuschauers, aber eben auch eine Herausforderung in dem Sinne, dass man wirklich aufgefordert war als Zuschauer, sich seine eigene Geschichte hier zusammenzudenken. Ja? Also weil das waren so komplexe Bildwelten und so viele gleichzeitige Ereignisse auf der Bühne, dass man, also von Linearität war da keine Rede mehr. Und
Das war aber bewusst. Schlingensief hat immer bewusst überfordert und wollte auch überwältigt, ja, und verunsichert, irritiert. Also Dinge, die finde ich fantastisch sind, wenn das Theater noch leistet. Ja. Mhm. Da geht es mir immer um diese Frage, das ist jetzt ein bisschen, geht woanders hin als Sie, Frau Meister, dass Notation jetzt diskutiert, also wollten, diskutieren wollten. Aber ich sag mal, in der Rezeption von diesen traditionellen Partituren, finde ich das einfach eine ganz wichtige Entwicklung, die ja, total setzt. Und es gibt eine Inszenierung jetzt aus der Jetztzeit, eine Aida in Halle, am Theater Halle von Michael von zu Möhlen, der knüpft bewusst an diesen an dieser schlingensiefschen Ästhetik an. Okay. Ich möchte da ein Beispiel erzählen, weil er genau solche Interpolationen vornimmt, wie sie Castorf und also wie sie auch Schlingensief vorgenommen hatten, wie sie Castorf im Schauspiel macht. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wo die Ägypter sich auf den Krieg gegen die Äthiopier einschwören. Und da hat Verdi eine sehr aggressive Musik dazu geschrieben. Und dann gibt es einen Cut und man sieht auf einer riesigen Leinwand Herrn Macron, wie er in der Sorbonne seine Europarede hält und da von der Festung Europa spricht, die es zu verteidigen gilt. Und das war so unglaublich gut, wie dieser Kurzschluss dieser Kunstszene und dieser aus der Politik kommenden Bildwelt, wie sich das gegenseitig aufgeladen hat und beleuchtet hat. Und also da sprühten wirklich wieder die Funken. Und das war jetzt, ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt dieser Arbeit. Aber daran sieht man, also was nochmal möglich wäre in der Oper. Auch mit Einverständnis der Dirigenten, weil die Partitur wird als solche nicht angegriffen. Ja, ja, also jedenfalls würde ich mir sehr wünschen, wenn in dieser Richtung noch viele neue Inszenierungen stattfinden, neben dem zeitgenössischen, was einfach über viele Jahrzehnte total stiefmütterlich behandelt wurde. Und also die zeitgenössische Oper ist einfach in Verzug. Da hätte man viel mehr aus Erfahrungen des letzten Jahrhunderts lernen können, wenn das mehr integriert gewesen wäre in Opernkontext, also in die Institution. Ja. Jelinek, wenn man Elfriede Jelinek sozusagen und in Bezug auf das, was Theater als wofür Theater steht oder wie mit dem Material des Theaters gearbeitet wird, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass das Theater attackiert werden soll, um etwas zu erkennen, das aber auch andererseits eben nur am Theater erkennbar ist. Also Jelinek arbeitet wirklich in die Grundkonstitutionen dessen, was Theater ist, hinein. Was nämlich Repräsentation heißt. Welche Ideologie sozusagen die Darstellung bedeutet. Und das macht sie mit sprachanalytischen, ich übrigens in einer großen österreichischen Tradition stehend von Sprachanalyse, ja, das reicht bis zu Nestroy, von Verfahren ästhetischen, mit denen sie die sozusagen die ideologischen Strukturen von Sprache oder Karl Kraus, um einen sozusagen noch eine Ebene, um die zu skelettieren und die Ideologie sichtbar zu machen. Und ich glaube, was ich so interessant finde als Theaterwissenschaftlerin, dass das natürlich auch den Körper betrifft, auch der Körper lügt.
Und das ist wirklich so eben am Theater möglich. Übrigens ganz sicher auch in der Oper, will ich nur sagen. Also solche Strukturen, was Singen zum Beispiel ist. Aber ich meine, das ist nicht mein Metier. Aber also das finde ich, das ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales, mit dem übrigens auch Schlingensief. Also ich finde auch diese Schlingensief-Arbeiten, die sind einfach von einer solchen, neben allem, was Sie beschrieben haben, Frau Bayer, sind die auch noch einfach von einer unglaublichen Schönheit. Also da ist etwas ganz verdichtet zu höchster poetischer Relevanz. So. Ja, auch visualisiert. Also ja, das, genau. Der Raum des Theaters wird zur Kirche. Der wird ausgeschöpft. Okay, also so viel in die Richtung. Vielen Dank. Vielen Dank.